Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch begrüßen und gleichzeitig mich mal entschuldigen, denn ich habe gestern etwas richtig Gemeines gesagt am Ende des letzten Streams. Und zwar, dass ich heute ab 18 Uhr streamen werde. Und oh mein Gott, ich habe gelogen. Versehentlich, möchte ich sagen. Deswegen möchte ich mich gleich mal entschuldigen. Und zwar, die heutige Vorstellung wird nur ein Video erstmal sein. Was haben wir denn hier? Die Legende des Meeres. Oh wei. Oh wei. Die Legende des Meeres. Das ist eine Nebenmission. Ich habe etwas über die Sichtung eines geheimnisvollen Pokémon zu berichten. Ja, jedenfalls in der heutigen Aufnahme wird dann dementsprechend aber auch storytechnisch nichts Großartiges gemacht. Ich werde jetzt einfach hier mal eine Stunde aufnehmen, gucken, wie weit ich komme, werde dann mich verabschieden müssen zu einer Pen-and-Paper-Runde, der ich zugesagt habe. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt um 18 Uhr nicht streame. Und warum jetzt wahrscheinlich auch weit nach 18 Uhr erst dieses Video irgendwo auftaucht. Das hatte halt damit zu tun, ich war in einer Pen-and-Paper-Runde und falls ihr zufällig um 18 Uhr irgendwie geguckt habt bei mir und gemerkt habt, da passiert nichts, dann Gomenasai, Gomenasai und so. Ja. Legende des Meeres, machen wir das vielleicht heute mal? Je nachdem, was das ist. Also ich würde sagen, ein paar von diesen Aufgaben kann ich ja mal machen. Und falls ich nach der Pen-and-Paper-Runde Zeit habe, mache ich vielleicht auch noch mal ein zweites, ungefähr einstündiges Video. Ah, wie ich sehe, hast du meinen Auftrag angenommen, Hildegard. Oh, ich habe seinen Auftrag angenommen. Na super. Dann lass mich dir mal erklären, worum es geht. Ich glaube, ich sollte mal mein Mikro ein wenig leiser drehen. So, könnte jetzt besser laufen. Ich hoffe, es ist jetzt wirklich leiser. Am Strand des Aufbruchs habe ich etwas im Wasser schwimmen sehen. Ich mach mal noch leiser. Von dem ich vermute, dass es ein Pokémon war. Ja, jetzt ist gut. Leider ist es so schnell wieder abgetaucht, dass ich kein Foto von ihm schießen konnte. So wie es sich von den Meeresströmungen hat treiben lassen, müsste es auf dem Weg zum Koboldküstenland gewesen sein. Wie ich darauf komme, die Meeresströmungen verbinden die Gewässer rund um Jubeldorf mit denen des Kobaltküstenlands. Ach, guck an. Ich vermute, dass du durch ein Gespräch mit Suzuki, dem Wächter des Diamantclans, mehr über diese Sichtung herausfinden könntest. Ha, Suzuki. Werden wir also mal... Oh, da ist er ja schon. Ich habe schon von Professor Lavenne gehört, worum es geht. Dieses Pokémon, das in Richtung des Koboldküstenlands geschwommen ist? Tja, ich befürchte, dazu kann ich dir aufgrund von mangelnden Details nicht viel erzählen. Na super. Aber vielleicht hilft es ja schon zu wissen, dass das Koboldküstenland vor langer, langer Zeit einmal das östliche Meer genannt wurde. Dort soll ein Pokémon existiert haben, das als der Prinz bekannt war. Die Geschichte dieses Pokémon soll in einem Buch namens Die Legende des Meeres stehen. Doch weder über die Legende noch über das Buch scheint mehr bekannt zu sein. Tut mir leid, dass ich dir keine große Hilfe sein konnte. Ich gehe dann mal wieder. Okay, wir haben also ein Buch eigentlich zu finden. Für diese Legende. Und... Jetzt, das Ding ist, der Titel des Buches sagt mir sogar was. Der Titel des Buches ist aber, also, ich weiß gar nicht, ob man das, das ist komisch. Ich habe dieses Buch nämlich letztens erst gelesen. Dieses Buch befindet sich aber nicht in diesem Spiel hier, sondern in einem anderen Spiel. Und... zwar in der Fleetburg-Bibliothek, wenn ich mich recht erinnere, wo ja solche Legenden aufgeschrieben sind. Und, ja, diese Legende aus der Fleetburg-Bibliothek, also ganz ehrlich, wenn es dieses Buch hier nicht gibt, also hier gibt es ja haufenweise Bücher und Schränke und sowas. Ich muss ehrlich sagen, wenn
dieses Rätsel, diese Legende jetzt sozusagen eine Legende ist, für die man dieses Diamond Pearl Remakes gespielt haben muss, dann finde ich das richtig, richtig fies. Weil ihr kennt meine Einstellung zu den Diamond and Pearl Remakes. Hier steht etwas geschrieben. Ich gelobe feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Ich gelobe, die Lebensweise aller Pokémon der Hisui-Region detailliert festzuhalten. Ja, warum gucke ich eigentlich immer noch auf diesen unteren Bildschirm? Ich kann auch auf diesen oberen da gucken, auf dem alles verpixelt da ist. Ich gucke wieder auf den unteren hier, auf meinen Laptop-Bildschirm, auch wenn der ein bisschen mehr Latenz hat. Übrigens, wenn ich rausgehe, dann habe ich ein kleines Problem. Dann muss ich nämlich antreten. So geht nämlich die Story weiter. Also dieses Stückchen Story, dieses kleine Stückchen Story. Also eigentlich ging es ja damit weiter, dass ich gegen Diam antreten sollte. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht. Muss ich das? Wolltest du nicht gegen Diam kämpfen? Nein, wollte ich nicht. Nein, wollte ich nicht. Deswegen bin ich dahin gelaufen. Aber anscheinend muss ich gegen Diam kämpfen. Aber ich krieg neue Nebenmissionen. Ich glaube, es wird sich heute mehr so um Nebenmissionen drehen, hier das Ganze. Also, einfach dadurch, dass ich die Geschichte nicht weiter voranschreiten möchte. Ich möchte ja eigentlich jetzt nicht unbedingt in die, in das neue Gebiet reisen, welches jetzt sich aufgetan hat, aber es kann ja trotzdem passieren, dass es mich jetzt nach diesem Kampf dorthin verschlägt, dann gehe ich da sofort wieder weg. Ich möchte die Geschichte eigentlich nicht weiter vorantreiben, außerhalb des Streams. Mir fällt einfach nichts ein. Oh, du kommst genau im richtigen Moment. Ich brauche deine Hilfe, um eine neue Frisur zu erfinden. Ein Pokémon wäre eine gute Inspirationsquelle. Momentan schwebt mir Traunfugil vor. Ja, es hat die richtigen Haare dafür. Ich habe das Gefühl, dass ich eine unheimlich tolle Frisur kreieren könnte, wenn ich mir nur einen Traunfugil genauer ansehen könnte. Wenn du einen Traunfugil fängst, lass mich bitte einen Blick darauf werfen. Mal sehen, irgendwann. So, und was haben wir hier? Ach. Sei gegrüßt, werte Kundin. Ich hätte wieder etwas, um das ich dich bitten möchte. Neue Waren? Ganz genau, Taohua will mir mal wieder keine neuen Waren abgeben. Du fragst dich bestimmt, warum er meine Bitte jedes Mal ablehnt. Nun, er hat seine Gründe, zumindest aus seiner Sicht. Nimm einfach 3 Brocken Knirschmineral als Geschenk mit und sprich mit Taohua. Ich vermute mal, Knirschmaterial gibt es im nächsten Gebiet, so wie die Knallmoosdinger und die Munterreißehren. Nachfrage nach noch mehr neuen Waren. Ja. Ich glaube, ich sollte mal meine Kamera woanders hin verschieben. Ich glaube, ich mache das mal. Ich bin mal so richtig fies und ändere mitten im Let's Play etwas. Und zwar, meine Kamera kommt jetzt darunter. So. Hab da nur davon. Da sind jetzt Sachen, die man nicht verdecken kann. Ich finde das blöd, nachdem ich mir das mal angesehen habe. Meine Einsatzziele werden immer verdeckt und das kann ich so nicht hinnehmen. Das darf ich nicht zulassen. Ich hoffe, dass ich jetzt unten links statt oben rechts bin. Davon fühlt sich niemand politisch angegriffen. Was mache ich denn jetzt bloß? So wird Lias denken, dass sein Vater eine Memme ist. Oh, dich kenne ich doch. Du gehörst zum Forschungstrupp, stimmt's? Ja, vermutlich. Moment, Forschungstrupp? Ah, das passt ja perfekt. Vielleicht kannst du mir behilflich sein. Mein Junge und ich, wir wollten eigentlich zum Strand des Aufbruchs. Es soll da nämlich spuken. Dummerweise kriegt mein Sohn bei Geistern aber mächtig Muffensausen. Die beste Lösung wäre natürlich einfach nicht hinzugehen. Aber was muttert Mut? Kennen wir ja alle. Und wenn's halt Linsensuppe zum Mittag gibt, was muttert Mut? Es ist doch echt traurig, wenn man sein Leben lang Gebammel vor Geistern hat. Also, das wäre schade für meinen Sohn, meine ich. Ja, für deinen Sohn, ja. Ich glaube, ich hab mal die Kamera so ein bisschen, ja. Jetzt bin ich vernünftig mit dich, glaube ich. Ist ja auch egal.
Das ist nicht das Wichtigste am Video. Naja, jedenfalls will ich mich mehr mit Geistern auseinandersetzen, um ihm dabei zu helfen, seine Ängste zu überwinden. Manche Pokémon werden doch Geister genannt, oder Nebulak zum Beispiel. Wenn du mir Infos zu Nebulak bringen könntest, wäre das super. Kann ich. Oh, sag bloß, du hast einiges über Nebulak in Erfahrung bringen können? Zeig doch mal her, was steht da in deinem Pokédex? Aha, so, ich werde nicht mehr. Pilze? Es hat Pilze auf seinem Rücken? Oh, Moment, falsches Pokémon. Nebulak ernähren sich also vorzugsweise von Pilzen. Nicht von Kindern, wer hätte das gedacht? Das machen Driftlon. Die ernähren sich von Kindern, die sie entführen. Nicht, dass ich schrecklich enttäuscht davon wäre. Ich dachte nur, sie fressen am liebsten Menschen. Ja. Ich verstehe mich ja selbst als Pilzliebhaber. Bestimmt sind wir verwandt im Geiste. Wow, spiritual Verwandte. Hey Papa, was machst du da? Oh, hallo Lias. Lass mich raten, es geht wieder um die Arbeit. Morgen nimmst du dir frei, du hast es versprochen. Da gehen wir endlich an den Strand des Aufbruchs zu den Geistern, ja? Natürlich, versprochen ist versprochen. Morgen wird nicht gearbeitet, keine Sorge. Ich freue mich schon sehr auf den ganzen Spuk. Juhu, hoffentlich finden wir ein paar Geister. Meine Freunde werden so neidisch sein, wenn ich sie mit Geistern erschrecke. Ja, genau das wird passieren. Beeindruckend, wie er sich seiner Angst nicht anmerken lässt, oder? Solch ein starker Junge. Aber zurück zu dir. Vielen Dank für deine Hilfe. Damit hat der Junge morgen nichts zu befürchten und ich auch nicht. Oh, ich habe eine Verbindungsschnur erhalten. Das heißt, ich kann ein Pokémon entwickeln, das ein Linkkabel braucht, würde ich jetzt mal vermuten. So, was haben wir denn hier noch? Oho. Eine neue Aufgabe. Oh, meine Helferin vom Forschungstrupp. Wir haben uns doch gerade gesehen. Du hast mir die Sachen über dieses Nebulak erzählt. Ich werde natürlich morgen nicht arbeiten, aber heute... Du kommst genau zur richtigen Zeit. Ich würde den Acker gern noch erweitern, aber diese großen Felsen liegen mir im Weg. Falls du zufällig ein Pokémon dabei hast, das die Attacke Zertrümmerer beherrscht, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du es mit mir ausleihen könntest. Schauen wir mal, vielleicht kann ich ja... Schauen wir. Ich hoffe. Hab ich ein Pokémon mit Zertrümmerer? Wir haben zum Beispiel ein ganz krasses Scaraborn. Wir haben ein paar Rihorn. Und wir haben natürlich kein... Moment. Haben wir überhaupt noch ein Gastrodon übrig? Hier, wir haben Macholo. Aber wir haben kein Mashok. Ich glaube, es muss erstmal ein... Rihorn ausreichen. Oder wir nehmen Scaraborn dafür. Ach ja, ist ja nur ein normales Scaraborn. Ja, dann wählen wir das dafür. Möchtest du dieses Pokémon wirklich überreichen? Ja, ich will. Ja, ich will. Mit der Hilfe deines Pokémon können wir den Acker erweitern. Übrigens heiße ich jetzt Roman und nicht mehr, wie ich auch immer gerade eben hieß. Was für ein Anblick. Ein Felsen nach dem anderen wird mühelos zertrümmert. Mit genauso viel Wucht werde ich die Hacke schwingen, um den Acker zu bearbeiten. Au ja. Au ja. Ich bin ich, Victor. Und fertig. Sieh dir das an. Dank euch werden wir hier die feinsten Feldfrüchte anbauen können. Ich würde dein Pokémon gern noch eine Weile hier behalten, damit es mir helfen kann. Falls du es gegen ein anderes Pokémon tauschen möchtest, das stattdessen Felsen zertrümmern kann, sprich es einfach an. Ja, wir können dadurch wahrscheinlich auch nur neue Sachen anbauen immer, aber kriegen nicht mehr Ertrag. So sah es bisher zumindest aus. Aber trotzdem, also es sieht ja eigentlich aus, als würde auch mehr angebaut werden. Nur jetzt bei dem neu angelegten Feld nicht. Schauen wir mal. Wir haben hier noch eine neue Nebenmission. Okay, dann gehen wir da doch mal hin. Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Och, sie schnauft schon wieder vor lauter Anstrengung. Hm.
Wie man hört, sollst du dich mit Pokémon ziemlich gut auskennen. Kennst du zufällig ein Pokémon, das über zwei Schwanzflossen verfügt? Ich habe mal eins gesehen. Seine Schwanzflossen haben im Wasser so Flatterbewegungen gemacht. Ganz so, als ob es fliegen würde. Es hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Ich würde es mir so gern aus der nächster Nähe anschauen. Fängst du bitte das Pokémon mit den zwei Schweifflossen für mich? Sie hat Schwanzflossen gesagt. Oh ja, sie hat Schwanz gesagt. Du hast Schweif gesagt. Oh, das ist. Wir hatten schon mal jemanden, der gesagt hat, der extra das Wort Schweif benutzt hat, und jetzt haben wir Schwanz. Jetzt haben wir hier Schwanz drin. Ich weiß nicht, warum ich das lustig finde. Ist doch ein ganz normales Wort. Pokémon mit den zwei Piepflossen. Gucken wir mal, ob wir so eins haben. Was wäre das denn? Also vermutlich ist es erstmal ein Fisch. Hat ein Seemops zwei Flanschwossen? Was? Flanschsprossen? Kann ich es drehen? Nein, ich kann es nicht drehen. Ach, schade. Ich hätte jetzt gehofft, man kann ein Pokémon von hinten sehen. Dann sieht man auch, wie viele Flanschwossen. Was haben wir hier? Es hat zwei Schlampflossen. Das hat keine zwei Schlampflossen. Ich glaube, wir haben. Huch! Ja, dann versuchen wir es mal mit genau diesem Finneon. Auswählen. Oh, das ist ja riesig! Ey, das könnte sie auffressen. Ganz ehrlich, boah. Wie reizend es mit seinen beiden Schwanzflossen schlägt. Ich bin ganz hin und weg. Ich hätte ja Angst vor dem Riesen-Pokémon. Ich hätte nicht gedacht, dass Finneon so groß ist. Also, die sind doch kleiner, oder? Vielen Dank für deine Hilfe. Der Forschungstrupp hat dadurch eine Unterstützerin dazu gewonnen. Weiterhin noch viel Erfolg bei deiner Forschung. Das Pokémon mit den zwei Piep-Flossen und wir bekommen ein Sternstück dafür. Du hast nicht genug Platz in deiner Tasche. Es wurde in die Lagerkiste geschickt. Okay, dann sollten wir vielleicht mal unsere Lagerkiste ein wenig auffüllen, wenn ich nicht so viel Platz habe. Vielleicht habe ich aber auch das Geld, um neuen Platz zu kaufen. Wer weiß, wer weiß. Oh, jetzt ist mein Gesicht schon wieder etwas im Weg, aber das wäre es auch woanders. Also, alles gut. So, da unten haben wir die Verbindungsschnur und einmal Superbälle, aber tatsächlich brauche ich diese Items noch, aber die hole ich mir am Ende wieder zurück. Oh, wir haben einen Düsterumhang, das heißt, wir können einen Zwirklob zu einem Zwirfinst machen. Oh, das ist ja nice. Klebkugeln haben wir, okay. Düsterumhang, da komme ich später definitiv noch drauf zurück. Wir haben Feuersteine. Oh, cool. Was haben wir hier noch so? Eisenerz natürlich. Wir haben wieder so viel, dass wir 21 weitere von irgendwelchen Bällen herstellen könnten. Vielleicht mache ich mal ein paar mehr Hyperbälle. Und vielleicht noch ein paar Superbälle. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme mehr so Hyperbälle. So, die kommen wieder zurück. Himbeeren weiß ich noch nicht so recht. Ich glaube, ich nehme mal die normalen Tränke raus, von denen ich gar keine habe. Passt. Fertig. So, Zentnerbälle. Ja, vielleicht könnten wir auch noch ein paar Zentnerbälle erstellen. Ja, das werde ich wieder reinmachen. Davon kriege ich sowieso ganz viel. Rauchkugeln habe ich bisher nicht verwendet und könnte ich aber mal. Ich glaube, das würde es mir bei Elite-Pokémon so ein bisschen vereinfachen. So, wir haben zwei Sternstücke. Okay. Haben wir noch irgendwas sehr Wertvolles? Gucken wir mal. Oh, wir haben so viele Wassersteine mittlerweile. Wir haben drei Sonnensteine. Das ist ja Wahnsinn, was wir alles haben. Wir könnten wahrscheinlich so haufenweise Sachen herstellen und Geld daraus schlagen. So, das wird verkauft. Und ja, ansonsten werde ich, glaube ich, jetzt erstmal. Ich gucke mal, ob ich Material kaufen kann. Sowas wie Eisenerz für Hyperbälle. Na? Nee, hier gibt es keine Materialien. Das ist. Naja, da gibt es Fittlauch und Himbeeren. Aha. Was hat der diesmal? Ein Knallkugelset. Nein, danke. Ich brauche keine Knallkugeln erstmal.
könnte das eventuell auch irgendwann selbst herstellen. So, schauen wir mal hier rein. Also, ich möchte ein paar von den Hyperbällen herstellen. 21 könnte ich. Ich glaube, ich mache erstmal 13, dann habe ich 15 davon. Ich glaube, von den, wie viel habe ich von denen im Besitz? Steht das irgendwo? 9 habe ich noch von den Tonnenbällen. Machen wir mal 5. Hat der was bei Materialien? Der kann mir Eisenbrocken verkaufen. Boah, ich kann so viele Eisenbrocken kaufen. Ich glaube, ich mache das ein paar Mal. Also ein paar von denen kaufe ich mir mal. So, machen wir mal 10.000 für Eisenbrocken. So. Ich hätte gerne dann... Ach nee, ich habe das ja jetzt schon. Und dann stelle ich doch mal ein paar Sachen her. Wie viele habe ich jetzt von denen? Oh, ich habe 17 Beleber. Also, ich glaube, an solchen Items sollte es mir erstmal momentan nicht mangeln. So, dann können wir noch ein paar mehr Hyperbälle herstellen. Dann machen wir nochmal 15 mehr. Dann haben wir insgesamt 30. Wir könnten noch ein paar Zentnerbälle für nicht ganz so schlimme Pokémon hinzufügen. Das ist jetzt eine gute Frage. Wie viele? Wie viele habe ich im Besitz? 6 Stück. Naja, eigentlich brauche ich davon schon ein paar mehr. Machen wir mal 14. Und dann kann ich mir noch ein paar Tonnenbälle, und zwar 6 herstellen. Da habe ich keine Eisenbrocken mehr. Okay. So, Knallkugeln kann ich bloß 5 bisher herstellen. Und ich habe auch noch gerade keine im Inventar, aber die sind auch woanders. Okay. Ja, weil man kann ja auch Geister-Pokémon mit Knallkugeln erschrecken. Ist halt die Frage, wie viel davon notwendig sein wird. Wir können uns auch ein paar von den Schleichsprays machen, um vielleicht besser an manche Pokémon ranzukommen. Oh, das ist schwierig. Ich glaube, erstmal nehme ich die weitere Challenge auf mich, das so zu machen. Ohne diese Items. So, dünne Luft und steile bla bla bla. Eigentlich wollte ich doch mal in die anderen Aufgaben reingucken. Na? Na? Geisterlichter, prächtiger Pilz. Okay. Morell. Ja, keine Ahnung, wo der gerade ist, aber... Ah, hier haben wir Mogelbaum mit Gießen und so. Oh Gott, das sollte man nicht tun. Vermisstensuche im Sumpfland könnten wir zum Beispiel mal machen. Legende des Meeres, mal gucken. Traunfugil, wahrscheinlich, wenn ich jetzt wüsste, wo es das gibt. Der Geschmack von Honig. Gucken wir mal. Wadribis Honig. Okay, gucken wir doch mal, ob was wir da, wo wir das machen können. Abgeben können vor allem. Vielleicht kann ich das ja gerade abgeben. Ah, dann müsste ich mal an meine Lagerkiste. Da wird man bestimmt Honig für brauchen. Also es wäre ziemlich... Also entweder müssen wir ein Wadribi abgeben oder Funkelhonig. Alles andere würde mich wundern. Wo haben wir denn Funkelhonig? Oh, da haben wir viel von. So, das haben wir rübergenommen. Ich wollte ja eigentlich noch ein paar Items verkaufen, wollte ich die. Dann mache ich das schnell noch und dann gebe ich ab. So. Kann ich hier auch verkaufen? Geben die mir mehr oder was anderes? Nee, Sternstück ist auch 5000. Kokeshi ist 1000. Und... Das reicht mir erstmal. So, damit haben wir unsere Materialkosten schon wieder drin. Würde ich mal vermuten. So ein bisschen. Dann gehen wir mal hier rein. Gucken wir mal, ob wir den Honig so abgeben könnten. Wer weiß. Wer weiß. Also wäre jetzt... Badribi-Auftrag angenommen? Ja. Hey, ich bin's, Roman. Ich heiße jetzt Yunosuke. Hallo, hast du Zeit? Es ist nämlich so, Teil meiner Arbeit ist es, Honig von Wadribi zu sammeln. Dabei ist mir neulich aufgefallen... Oder soll ich den mal mit Akzent sprechen? Dabei ist mir neulich aufgefallen, dass die Honig von je nach Kolonie anders zu schmecken scheint. Um das näher zu untersuchen, muss ich den Honig von Wadribi aus verschiedenen Gebieten zusammentragen, aber allein ist das schwierig. Bitte hilf mir dabei, ich brauche dafür Wadribi aus 3 verschiedenen Gegenden. Oh. Strapazenhain-Wadribi. Ich habe doch keine Ahnung, welches. Du hast kein Pokémon, das dem entspricht. Oh. Okay. Das ist ja doch fieser, als ich dachte.
Dann würde ich sagen, gehen wir doch zum Strapazenhain. Und holen uns da ein Wadribi. Oder habe ich vorher noch irgendeine andere Aufgabe, mit der ich das besser machen kann? Sortierung ändern wäre ganz cool, oder? Ah, hier sind diese Sachen. Okay, Octillerys Tinte. Mhm. Ah, der Pokédex-Eintrag fehlte da. Was haben wir hier? Evolis Entwicklungen. Gucken wir mal, was dabei passiert. Ah, das ist da drüben. Okay. Gehen wir doch erstmal dahin. Wir haben ja die Zeit momentan. Jetzt ist eine ruhige Runde für alles, was so an Nebenaufgaben kommt. Und diese Zeit nutze ich doch gerne. So. Florian? Oje, Mine! Oje, Mine! Wo ist das bloß hin? Tja, gute Frage. Weiß ich nicht. Wo ist es denn? Das Evoli, für das ich Jubelmuffins gebacken habe. Damit wir uns besser verstehen, ist weg. Ich wollte noch wegen seiner Entwicklung um Rat fragen, aber ohne Evoli wäre das ziemlich sinnlos. Bitte helf mir, es zu finden. Ja, mach ich. Ich habe so eine leise Ahnung, wo es sein könnte. Die Leute im Hauptsitz haben sich recht oft über Evoli unterhalten. Okay, Leute im Hauptsitz. Klingt erstmal danach, als ob es im Hauptsitz ist. Oh, wenn das jetzt richtig ist, boah, dann wäre das ja ein ziemlich einfaches Rätsel gewesen. Und, hey Diam, na, wie geht's dir? Tschüss Diam. Ich werde an dem noch ein paar Mal vorbeikommen. Ich werde ihn einfach so stehen lassen. Ich werde ihn warten lassen. Ach so lange, bis ich wieder raus muss. So, gucken wir mal. Haben wir hier irgendwo ein Evoli drin? Hier ist kein Evoli, außer es liegt in den Betten und wir sehen es nicht. Ist es vielleicht... Nee, ja, hier mit dabei? Nein? Okay. Gehen wir mal nach unten. Fangen wir mal unten an, wenn wir oben nicht fündig werden. Hast du ein Evoli? Wusstest du, dass die Leute in weit entfernten Regionen mit den Pokémon, die sie gefangen haben, gegeneinander antreten? Nee. Was willst du denn hier? Weißt du was? Axanthor ist der Beschützer des Perlclans. Thank you for the knowledge. Jetzt weiß ich das. Beziehungsweise eigentlich wusste ich das schon. Hier ist nix. Wusch. Ich weiß gar nicht, bin ich hier wie in Legend of Zelda Ocarina of Time schneller, wenn ich den Sprung mache? Hm. Bei Kratten könnte das vielleicht sogar der Fall sein. Ich weiß es nicht. So, ist hier hinten was? In der ersten Etage. Hm. Nichts. Hast du ein Evoli gesehen? Statt gegen Pokémon zu kämpfen, sollten wir uns lieber mit ihnen anfreunden. Hm. Hier ist irgendwo kein Evoli. Ich muss hier falsch sein. Wahrscheinlich bin ich hier falsch. Hier ist kein Evoli. Tara! Evoli? Ach, du bist gar nicht Evoli. Hier scheint es also auch nicht zu sein. Aber irgendwie gibt es schon eine Ähnlichkeit zwischen diesem Pokémon und meinem Evoli. Nein, nein, das ist absolut unmöglich. Das muss ein Irrtum sein, oder? Tara? Oh, du siehst mir aber hungrig aus. Du vom Forschungstrupp, würdest du mir einen Jubelmuffin für das Kleine hier besorgen? Wenn ich sehe, wie es den verputzt, verstehe ich vielleicht die Ähnlichkeit zu meinem Evoli besser. Hm, gib nach Tara einen Jubelmuffin. Na toll, ich habe doch gerade gar keinen Jubelmuffin. Hi Diam, bye Diam. Der kann von mir aus warten, bis er schwarz wird. Oder so. Haben wir hier einen Jubelmuffin zufällig drin? Haben wir nicht einen bekommen? Volltrefferling ist das. Hier ist kein Muffin. Muss ich den selber herstellen oder habe ich den bekommen? Bei der letzten Aufgabe. Wäre cool, wenn ich den bekommen hätte. Aber ich finde hier keinen Jubelmuffin. Was brauche ich denn für einen Jubelmuffin? Gucken wir mal.
Dafür muss ich jetzt leider wieder darüber gehen und den herstellen. Oder kann ich meine... Kann ich meine Anleitungen... hi Diam, bye Diam. Kann ich meine Anleitungen noch irgendwo einsehen? Ansonsten Jubelmuffin. Das ist kein Jubelmuffin. Das ist der Jubelmuffin. Oh, ich habe sogar alles dabei dafür. Also ich habe alles dafür. Sehr schön. Hier, bitteschön, ein Jubelmuffin. Für das kleine, nette Pokémon. Juhu, Jubelmuffin. So, jetzt muss ich nur noch das Evoli wiederfinden. Und das ist da oben. Wupp. Wupp. So, das nach Tara. Tara. Wärst du so nett, diesem Pokémon einen Jubelmuffin zu geben? Hier, bitte. Tara. Diese Pausbäckchen, sie werden ganz genauso wie bei meinem Evoli. Aber Moment mal, bist du es etwa wirklich, Evoli? Tara, Tara, Tara. Evoli, oh, wie ich dich vermisst habe. Ach, wie süß. So, wir haben einen Sonderbonbon bekommen und wir haben jemanden mit seinem Evoli, seinem Nachtara wieder vereint. Du hast dich also einfach von selbst entwickelt? Stimmt, der Professor hatte erwähnt, dass Evoli sich auch ohne einen Stein entwickeln können. Ich hatte bereits Entwicklungssteine für Evoli besorgt, aber die benötige ich jetzt nicht mehr. Ich würde dir gern einen überlassen. Welcher darf es sein? Wassersteine haben wir sehr viele. Feuersteine haben wir 2. Ich weiß nicht, wie viele Donnersteine wir haben, also nehmen wir Donnerstein. Diese kostbaren Steine habe ich nach und nach von der Ginkgo-Gilde erstanden. Ich hätte ja gerne eigentlich einen Blattstein. Ich glaube, ich habe noch keinen Blattstein. Du erhältst einen Donnerstein. Hihi. So, jedenfalls hat er ihn ja erstanden. Genau, genau, genau. Was ich jetzt tun will, ist wieder hier raus. Warte mal, habe ich noch eine andere Aufgabe? Habe ich noch eine schöne andere Aufgabe? Errichtung der Küstenlandbasis wäre cool. Ein im Sumpf verlorener Talisman wäre cool. Vermisstensuche im Sumpf. Ja, Gießen wahrscheinlich auch. Ödnisbasis ist das. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Also ich würde sagen, wir machen als nächstes wahrscheinlich erstmal die... Octilleries Tinte klingt auch gut. Dann fangen wir so an, dass wir erst ins Küstenland gehen. Da habe ich auch noch ein paar Sachen vor. Ich möchte gerne einen Vulcano zum Beispiel. Kann es sein, dass ich jetzt gegen dich antreten muss, Diam? Yo, hi Diam. Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach gehen. Ich würde so gern gehen. Oh, was hat sie denn da? Das ist mir wichtiger. Tschüss, Diam. Ach so, das mit dem Octillery. Ja, ich muss ja noch Aufgaben. Apropos, was wäre denn da meine Aufgabe gerade? Schlobleck, Octillery. Aha, wir müssen noch welche fangen auf jeden Fall. Also wir haben ein Exemplar besiegt, wir haben einmal Hydropumpe gesehen. Hyperstrahl könnten wir wahrscheinlich dann auch noch sehen. Ich würde 4 Punkte dafür kriegen, hätte da dann mit den 2 6, würde dann noch 3-mal Hyperstrahl einsetzen müssen und dann bin ich auch fertig. Okay, ja, dann versuchen wir doch dann das Elite-Octillery zu fangen, sobald wir mit ihm hier fertig sind. Hildegard, kämpfe gegen mich. Wenn du willst. Gerne. Tsubaki, pass gut auf. Ich habe nochmal gegoogelt. Tsubaki ist männlich. Und Tsubaki gibt es als Namen in Pokémon tatsächlich öfter. Ist aber nicht immer dieselbe Person. Diese Melodie. Das ist gemein. Ich mit einem Pokémon gegen 2. Das ist ja mal wieder voll typisch. So, damit hier Level 50. Oh, ich muss mich immer noch woanders hin platzieren. So, besser. Jetzt sieht man wenigstens, was mein Pokémon hat. Es ist immer ein... man könnte es fast als Bugfixing bezeichnen. Ich sollte mich vielleicht am besten, mein Kamerafeed in die Mitte stellen. So... Sondersensor. Oder ich sollte es vielleicht ganz außen haben. Da irgendwelche Ränder drumrum packen um das Videofeed. Dann sieht das Ganze auch nicht mehr so verpixelt aus. Weil es zusammengestaucht ist. Machen wir nochmal Sondersensor. Aber diesmal bitte als Krafttechnik.
als Tempotechnik. Rums reicht nämlich völlig aus. Und dann würde ich als nächstes eine Krafttechnik auf Evoli machen oder einfach nichts. Oh mein Gott, mein Dummy-Tier ist schon ein bisschen runter. Warte mal, das Evoli hat jetzt nicht so ein hohes Level. Vielleicht reicht da Sondersensor vielleicht auch so schon. Ja, tut es. Ich muss da nicht doppelt AP für verbrauchen. Nicht für so ein Evoli. Och Mensch, da ist auch... Das ist auch blöd dort. Wo stelle ich nur meinen... Wo werde ich mich nur am besten hinplatzieren? Du wirst mich nicht mehr verspotten, verstanden? Oder Hildegard, am besten auch. Unseren Helfer vom Perlclan müsstest du am Übungsplatz finden, sobald du bereit bist. Also dann, bis später, ich setze auf dich, Hildegard. Du bist dran, Hildegard. Los jetzt, Tsubaki. Auf dich wartet eine ordentliche Standpauke. Ja, die Pokémon-Attacke. Ach, Diam. Bitte erspar mir das. Hildegard. Komm ins Büro des Forschungstrupps. Dort besprechen wir deine Mission. Darf ich das wenigstens erstmal übergehen? Das würde ich nämlich erstmal gerne übergehen. Dankeschön. Bitte, lasst mich das einfach über... Nein! Dein nächstes Erkundungsziel ist das Kraterberg-Hochland. Dieses Gebiet befindet sich nahe am Riss im Raum Zeitgefüge, deswegen können wir nicht absehen, welche Gefahren dort lauern. Mit deinem jetzigen Rang solltest du in der Lage sein, das Kraterberg-Hochland zu erkunden. Es gibt da jemanden, dessen Unterstützung du bei den Nachforschungen zu Elektroball benötigen wirst. Begib dich jetzt zum Übungsplatz. Ich will da nicht hin. Ich will nicht weitermachen. So, erstmal versuchen wir mich hier rüber zu schieben. So. Ich hoffe, jetzt bin ich richtig. Ach, ist das schlimm. Ist das schlimm. So, jetzt aber. Und nein, ich möchte jetzt nicht darüber. Muss das sein? Ich will keine Story gerade machen. Ey, ganz ehrlich, ich möchte einfach nur Pokémon fangen. Das kann doch nicht so schwer sein. Hier wird man regelrecht von... Also, es tut mir leid, dass ich jetzt gerade hier Story in dieses Video einbaue. Das sollte eigentlich nur ein ganz gemütliches Pokémon-Safari- und Nebenaufgaben-Mach-Video sein. Oh, ich muss euch mal was zeigen hier. Kennt ihr das, wenn Sachen, die weiter hinten sind, auf einmal mit einer, also Animationen mit einer geringeren Framerate haben? Das ist hier der Fall. Ich weiß nicht, wenn ich die noch weiter, wenn ich noch weiter weggehe. Oh ja, da wird es noch weniger. Ich finde das erstens mal faszinierend. Dadurch spart man ja im Grunde Ressourcen. Aber auf der anderen Seite, ich finde es halt so auffällig. Also, wenn ich jetzt hier hingehe, wo ist der Punkt? Ah, okay. Ja, hier ändert sich's. Da ändert sich's. Und wenn man dann noch weiter zurückgeht, dann wird's noch weniger Framerate. Das erste Spiel, in dem mir das mal aufgefallen ist, so richtig, war Dark Souls. Da machen die das auch. So, ich muss dann wohl zu Perla. Irk. Hildegard. Der Herr neben mir ist der Wächter Hin. Hin? Hin! Oh ja, die Kampfmetro oder was das da war, die Kampfzüge, irgendwas mit Zügen. Hier in Pokémon Schwarz-Weiß, glaube ich, war das. Hin und sein Zwillingsbruder heißt Herr. Übrigens. Ja, das ist jetzt nicht ausgedacht, also wirklich, es gibt dort Hin und Herr. Ach. Stimmt, den gibt's ja auch noch. Er wird dich zu Sneebos führen. Sneebos? Heißt das, das Sneeble, was ich bekommen habe, da in der Raumzeitsache, da wird gar nicht zu Sneebunna? Wer weiß? Wer weiß? Wir werden es noch rausfinden. Yo, ich bin Hin. Im wahrsten Sinne des Wortes. Entschuldige, dass ich mich heute Morgen nicht vorgestellt habe. Ich bin Hin, einer der Wächter. Um Elektroball begegnen zu können, solltest du dir die Kraft von Sneebos zunutze machen. Ob Sneebos dich anerkennt oder nicht, wirst du allerdings erst erfahren, wenn du ihm begegnest.
Nun, zunächst einmal müssen wir sicher am Kraterberg ankommen. Es geht los, alles einsteigen. Hin ist dir sehr ähnlich. Er ist mir ähnlich? Nee. Ich sehe, das wird wieder irgendwas sein, wo ich mit meinem Bild im Weg bin. Vielleicht sollte ich das Bild ganz ausmachen. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich lasse es trotzdem drin. Er kam, genau wie du, plötzlich von irgendwoher. Außerdem hat er seine Erinnerungen verloren. Vielleicht hilft es ja seinem Gedächtnis, wenn er mit dir unterwegs ist. Ich zähle auch diesmal wieder auf dich, Hildegard. Ich dachte, er fängt jetzt an zu reden. Begib dich ins Kraterberghochland. Darf ich bitte woanders hin? Darf ich bitte nicht ins Kraterhochland, Berg, Land, 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 Schland, Kraterschland? Ja. Wupp. Oder bei den Pantimos ist das auch so mit diesen, Animations-Framerates. Es sollen massenhaft Pokémon aufgetaucht sein. Gib gut acht, Venoflibis. So, ich darf anscheinend in die Strandbasis. Dann gehe ich auch in die Strandbasis. Die Strandbasis. Ich gehe an die Strandbasis. Wenn man seiner Schwester sagt, dass man gerade etwas trinken gehen möchte. Ich gehe an die Strandbasis, Sis. Mann. So, erstmal wieder ein bisschen was einsammeln. Wir brauchen ja unbedingt Aprikokos und Sinelbeeren. Und wenn es im Zweifelsfall für einfach nur zum Verkaufen am Ende ist. Also herstellen, verkaufen etc. Oh, hier kommt ein Pokémon raus. Das werden wir schnell dann besiegen. Ein Kleinstein. Okay, kein Problem. Dann einfach eine Aquawelle drauf und dann ist das viel Geschichte. Ich guck auch nicht dabei zu, was passiert. So. Oh, schon wieder ein Feuerstein. Das gibt's doch nicht. So, hier haben wir Knallmoos. Das Moos, bei dem es knallt. Im wahrsten Sinne des Wortes halt. So, hier haben wir noch eine Aufgabe. Dann holen wir uns die doch mal ab. Hoch! Baimo heißt mein Name. Ich brauche jemanden vom Forschungstrupp. Bitte hilf mir dabei, ein Pokémon zu fangen. Der Bautrupp hat alle Hände voll zu tun, weil immer mehr Menschen ins Dorf ziehen. Uns mangelt es so sehr an Arbeitskräften, dass wir nun mit den Gedanken spielen, Pokémon zur Unterstützung heranzuziehen. Auf der Suche nach einem geeigneten Pokémon bin ich auf das kraftvolle Mashok gestoßen. Ich würde es gerne zu meinem Partner-Pokémon machen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich so ein starkes Pokémon überhaupt fangen soll. Zunächst möchte ich mehr über es wissen. Bitte zeig mir Mashoks vollständigen Pokédex-Eintrag. Oh, yo, apropos. Da ist nämlich gerade eins. Habe ich denn schon einen Mashok-Eintrag irgendwo? Dann wäre der ja wahrscheinlich hier irgendwo weiter oben. Ja, natürlich habe ich den. Ich habe den doch schon. Mensch. Hast du Mashoks Pokédex-Eintrag vervollständigt? Dann zeig ihn mir bitte sofort. Verstehe, es mag also Reis. Daher muss wohl seine Muskelkraft kommen. Jetzt will ich es erst recht als Partner haben. Ja, so einfach geht das. Und er hat anscheinend eins gefangen. Das ging ja flott. Dank deiner Hilfe konnte ich Mashok als Partner gewinnen. Es mochte anscheinend den Reisköder. Ich habe versprochen, noch mehr Reisgerichte zuzubereiten, weil es bei der Arbeit hilft. Mashok, Mashok. Dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, Pokémon um Hilfe zu bitten, habe ich den Aktivitäten des Forschungstrupps zu verdanken. Ich erwarte noch Großes von euch. Ja, damit haben wir auch das erledigt und haben Leistungskies und so ein Kram bekommen. Und so ein Kram, ja. Und so ein Kram ist genau das, was da stand. Oh, jetzt will ich aber noch dieses da. Ich will dieses Mashok, weil ich ein besseres Mashok haben will als er. Nicht, weil ich es brauche, sondern weil ich es einfach nur will. Ja, genau. Geh dahinter. Und dann lass mich von hinten angreifen. Bums. Und? Ah, Mashok Level 49 gefangen! Yay!
So, dann geht's jetzt mal weiter. Wir wollten ja eigentlich auch Vulcano haben. Wir wollten auch Artillerie haben. Hier kommt die Artillerie. So. Was ist hier passiert? Hier, der Baum bewegt sich nicht, auch wenn ich das erst dachte. Okay. Ah, da ist es ja! Hallo, Artillerie! Ich möchte eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben. Momentan, solange du mich siehst. Deshalb nehme ich mir erstmal dieses Ätherkraut. Und dann hoffe ich, dasselbe passiert wie bei dem Mashok. Also sprich, dass ich es ganz, ganz schnell eingefangen bekomme. Sobald ich denn dran bin. Ich hoffe, es sieht mich nicht. Oh, es sieht mich nicht. Es dreht sich sogar um. Das bitte noch so lange, bis ich hier im Gras bin. Yeah. Super gemacht, liebes Artillerie. Okay. Also, 1, 2, 3 und schwupp. Oh, voll gegen den Kopf. Ja, und es ist drin. Es ging so schnell. Oh, es ging alles so schnell. Ich mag Tonnenbälle, wenn das so immer funktioniert. So. Dann haben wir hier Eisenbrocken. Brauchen wir noch was zum... Wir müssen ja gar nicht mehr drüber springen. Wir können ja jetzt mittlerweile schwimmen. Oh, das ist so schön. Okay, so. Das noch. Also... Eisenbrocken werden ja anscheinend sehr wichtig sein, vor allem wenn ich weitere Tonnenbälle haben möchte. Was haben wir da? Oh, wir haben da ein Pokémon im Wasser. Vielleicht, aber nur vielleicht. Da könnte ich ja mal den Hyperball versuchen oder einen ganz normalen Pokéball. Oh nein! Yeah! Versuchen wir es erstmal damit. Und... ich habe einen Remoraid. Yay. Die kann man bestimmt auch füttern, wenn man an der richtigen Stelle, also genau da, jetzt etwas ins Wasser geworfen hätte. So, ein bisschen Knallmoos, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. So, okay. Als nächstes noch ein bisschen davon sammeln. Dann geht's hier nach oben. Vorher aber Ätherkraut mitnehmen zum Upgraden der, der Tränke, die ich herstellen kann. So, Zurglanzstein sogar gleich mal wieder mit ein bisschen Eisen dazu. So. Oh, hier sind Schutzblumen, die nehme ich auch noch mit. Aprikokos habe ich bekommen. Also ich glaube, materialtechnisch sollte ich irgendwann relativ gut ausgedient haben, aber es fehlt eigentlich immer an den Eisenbrocken, würde ich sagen. Die sind... die kann ich zwar nachkaufen für 200 Piken das Stück, aber ob sich das jetzt so lohnt, das muss man dann abwägen. So... was haben wir hier? Wir haben gerade Regen. Vielleicht ist das nicht so unbedingt das gute Wetter. Mir wurde auf jeden Fall in den Chat geschrieben, dass hier Vulcano leben soll. Hier erstmal gerade anscheinend noch nicht. Da oben ist noch Eisen. Ich will Eisen. Eisen mag ich. Eisen ist toll. Hier ist kein Eisen, aber vielleicht kriegen wir da Eisen raus. So, den Aprikoko-Baum, den lasse ich jetzt mal ausnahmsweise außen vor. Ich habe so viele Aprikokos noch übrig. Ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was ich noch brauchen werde. Oh, da ist noch ein Full-Pix. Ein Full-Pix. Ein Full-On-Pix. Send-Pix im Sinne von Vulpix. Wenn ich jemandem sage Send-Pix, dann ist es immer Send-Vulpix. Vulpix-Bilder. Ich möchte mehr Vulpix-Bilder. Von mir aus auch gerne Alola Vulpix. Es ist einfach so süß. Es ist so schön eisig. Es ist süß. Es ist flauschig, sieht es aus. Alola Vulpix ist Best Vulpix, würde ich mal sagen. So, Rundblätter, Schutzblumen. Hier haben wir immer noch weiterhin Katzen. Kätzchen, Kätzchen, Kätzchen. Es sieht so aus, als gäbe es hier gerade kein Vulcano zu finden.
Vielleicht liegt es wirklich nur am Wetter. Ich hoffe, es liegt am Wetter. Ich gehe gleich auf jeden Fall nochmal hier vorbei. In der Hoffnung, dass es am Wetter liegt. So, hier noch ein bisschen was. Das Kadabra kann gerne den Aprikoko-Baum noch mitnehmen. Und ich würde sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einem Sprung dort sterbe? Keine Ahnung. Aber gegebenenfalls, ich hab vor, meinen ersten Tod zu generieren. Ich habe vor, zu sterben, wenn es sein muss. Schauen wir mal, ob es passiert, wenn ich einfach mal geradewegs darunter springe. Ich guck noch mal, ob ich im Wasser landen würde. Ich hoffe einfach mal, ich tue das. Und Sprung! Oh! Zum Glück gibt es keinen Aufprallschaden auf Wasser. Ich bin glücklich. Das hätte richtig schief gehen können. So, ich wollte doch eigentlich auch nochmal... Hä? Eigentlich wollte ich nochmal irgendwann einen Gastrodon von dieser Insel hier haben. Ich weiß gar nicht, ob ich schon eins bekommen habe. Tonnenbälle haben wir hier jetzt. So, und zack. Ja, die werden bestimmt auch bald wieder alle sein. Oh. Und es ist drin. Schön, sehr schön. So, wenn ich ihm jetzt noch Zertrümmerer beibringen könnte, hätte ich drei Gastrodons für die... Aufgabe. Für die eine. Also, für das Acker. Genau, für das Acker war das. So, hier gehe ich mal nochmal hin. Wenn ich schon mal hier bin. Hier gibt es nämlich eigentlich Magma, aber ich will gar nicht Magma. Ich möchte gerne entweder seine Entwicklung oder seine Vorentwicklung. Vielleicht finde ich sowas hier ja auch. Muss nur aufpassen. Hier ist wieder das Licht. Endlich sehe ich. Naja, hatten wir schon mal. Georock. Besser als Kuschelrock. Würde ich sagen. So. Georock haben wir besiegt. Was gibt es uns? Eisenbrocken. Oh, Eisenbrocken ohne Ende fast. Okay. Wir haben da ein MacBee. Da hinten ist ein fucking MacBee. Ich meine, ein MacBee ist da hinten. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nur gesagt, da hinten ist ein MacBee. Ihr habt es alle gehört. Es ist... Ich hab da nur gesagt, da ist ein MacBee. Wenn ihr irgendwas anderes dazwischen gehört habt, dann... Weiß ich nicht, wo das herkam. Oh, da ist eine Tasche von jemandem. Übrigens, ich werde alle diese Magma sicherheitshalber aus dem Weg räumen, damit ich MacBee in Ruhe fangen kann. Oder erstmal gucken kann, was der Pokédex-Eintrag dazu sagt. Das wäre mir wichtiger, glaube ich, gerade. Weil ich will ja die Aufgaben auch... Und wer weiß, vielleicht kann man es füttern. Ich habe Void eine Tasche zurückgebracht. Ach, oh, schön. Gern geschehen, Void. Oh, da sind sogar zwei. Ich dachte, die wären selten. Ich dachte so sehr, das wären seltene Pokémon. Ich hoffe, es sind trotzdem seltene. Dann kriege ich sogar zwei von denen. Dann kann ich sogar eins abgeben. Vorsichtig, vorsichtig. Erstmal Sinelbeeren schmeißen. Und zwar in irgendeine Richtung. Und hoffen. So, das ist gut. Dann mache ich das jetzt in die Richtung auch nochmal. Plopp. Oh ja. Hä? So. MacBee? Ja. Sehr schön. Ich hoffe, es sieht mich nicht. Aber ich vermute mal, es könnte. Oh oh. Das wird nicht besser. Mit Nahrung gefüttert, 3 von 3. Okay. Oh. Es wird langsamer damit, zu der Nahrung zu gehen. Ah, Mist. So, beide bitte mal in die Richtung schauen. Oh, das hilft nicht unbedingt. Na. Okay, 4 von 5. Na dann schicken wir mal noch eine dahin. Und hoffen, dass es mich jetzt nicht sieht. Los, geh schneller ran. Ja. Ja, friss noch. Sehr schön. Okay, was muss ich jetzt machen? Ich muss zusehen, dass ich
die nicht aufschrecke. Wahrscheinlich sind das Pokémon, die... So. Ja, die könnten beide jetzt gegebenenfalls in die richtige Richtung schon mal gucken. Ah, nee, nicht ganz. So. Komm schon. Nein! Verdammt! Nein! Oh, eins davon habe ich... Shit, wo ist mein Hyperball? Ah, da! Oh! Um Himmels Willen! Um Himmels Willen! Ich habe beide gefangen! Ich war so doof, ich habe mich blöd angestellt und habe trotzdem beide gefangen! Seht ihr? Jeder Idiot kann das. Das ist fies, das zu sagen jetzt. Aber im Grunde, ich habe mich gerade so zum Deppen gemacht, vor denen wären die jetzt einfach weggelaufen. Dann hätte ich ein Problem gehabt. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Auch hier gibt es noch Ruhegaben. Hm, kann ich mich da dran bedienen? Ach, seht euch das mal an. Dieser wunderschöne Bär. Oh, oh. Da ist ja noch was. Da ist ein Vulnona, aber da komme ich von hier aus nicht ran. Ich muss auf die andere Seite. Ein Vulnona. Ein richtig schickes Vulnona. So. Ich habe eine Tasche bekommen. Das heißt, ich kann die auch wieder zurückgeben an Void. Gern geschehen. Moonluna. Aha. Jan. Ist ja interessant. Wen? Okay. In der Koboldküste kann ich noch verlorene Items finden von jemandem. Nice. Euch Magmas muss ich leider jetzt gerade einfach umgehen. Vielleicht gibt es ja hier noch einen Magmörser. Magbrand. Nee, leider nicht. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn noch irgendwo ein Magbrand gewesen wäre. Ach, da ist das. Ja, nee, das wird jetzt blöd werden. Dreh dich bitte mal nochmal um. Oder ich komme hier hoch und schaffe es, nicht gesehen zu werden. Oh, sehr schön. So, jetzt noch Tonnenbälle abwerfen. Dreh dich bitte einmal. Shit, shit, shit. Dit ist nicht gut. Oh. Oh. Oh ja. Oh, ich mag Tonnenbälle auf einmal. Ich finde Tonnenbälle gerade so richtig super. Ich habe ein Vulnona Level 61. Boah. Okay, wir haben Octillery gefangen. Wir können jetzt also Octillery auch ein paar Mal Hyperstrahl einsetzen lassen. Damit haben wir dann wieder eine Aufgabe geschafft. Ich gucke mal auf die Zeit, wie gut das jetzt momentan für mich aussieht. So. Dann haben wir hier noch so ein bisschen was an... Ups. Au. Wollte ich nicht. So, jetzt können wir ja ins Wasser springen hier einfach so. Klappt. Was ich noch tun wollte, genau, ich wollte noch Sachen herstellen. Mit meiner Basis-Item-Tasche herstellen. Gucken wir mal, Flügelbälle. Wie viele kann ich jetzt? Ich mach mal 5. Ich hoffe mal, ich kann an der kleinen Insel, wo es da vorhin mal, also gestern, also im letzten Stream halt, wo es die, die Fische, die Fischis gab. Fischi, nicht sterben! Das wird nix. Oh, daneben! Nein! Ah, ich sollte meine Flügelbälle nicht verschmeißen hier. So, einmal hier raus. Erstmal eine Truhe ausräumen. Au. Superbälle gab's da drin. Da ist noch eine Truhe. Gucken wir mal. Ah, da ist... Oh. Ja! Der Flügelball könnte... Nope. Ah? Dieser jetzt? Ja! Ich habe einen Barschuft. Übrigens, in diesem Wort ist ein in diesem Pokémon-Namen ist ein Wort enthalten, das dafür gesorgt hat, dass Barschuft teilweise nicht getauscht werden konnte in Pokémon Schwarz-Weiß, wenn ich mich recht erinnere.
Genauso ging es auch dem Pokémon Barschwa. Ich frag mich, wieso? So, das haben wir geschafft. Oh, wir haben noch... Da sind noch Sachen, die wir nicht erkundet haben. Übrigens, wir sollten das Licht da drüben nicht vergessen. Für den Run, in dem wir die ganzen Lichter sammeln. Vielleicht mache ich das ja auch irgendwann mal so nebenbei in so einer extra Aufgabe. Aufnahme. Nicht Aufgabe. So. Juppie, juppie. Juhu. Juhu. Hier ist noch so ein Licht. Können wir uns auch gleich mal merken. Wie sieht's eigentlich mit Tentacha und Tentoxa aus? Haben wir von denen schon irgendwas? Haben wir die wenigstens gesehen? Dann müsste das ja irgendwo hier sein. Wenn Tentoxa hier wenigstens irgendwo stehen würde, wäre das cool. Tut's aber auch noch nicht. Na dann, einfach hier mal rein. Und damit haben wir Tentacha schon mal gesehen. Also als gesehen. So, auch das. Und da drüben ist ein Lumineon. Vielleicht sollte ich es mal damit versuchen. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal mit einem Schwer- oder Tonnenball, das Pokémon. Oh, da sind mehrere gleich. Das sind drei Stück. Oh, ich versuche es mal mit Zentnerbällen erstmal. Überhaupt die zu treffen. Und ja! Nicht richtig gut, aber eigentlich schlecht. Och Mist. Ich glaube, ich versuche mal Hyperbälle. Also ich komme mit den Zentnerbällen hier nicht klar auf dem Wasser. So. Und damit anscheinend auch nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt. Holy Guaca. Oh. Ja, ein Lumineon haben wir jetzt auch. Schön, schön. Okay. Damit sind wir ja hier schon mal. Oh, oh, das sieht cool aus. Ist das ein Baldorfisch? Dann werde ich doch mal versuchen, von hinten ran zu gehen. Aber nicht mit Zentnerbällen, sondern mit... Oh. Wo sind sie denn da, Tonnenbällen? Okay, vielleicht muss ich hier weg erstmal. Damit es mich nicht mehr weiter beachtet. Okay, es beachtet mich weiterhin. Das heißt, wenn ich es schaffen will, es zu... nee, das wird zu weit sein. Oh Mist. Okay. Klassischer Pokémon-Kampf, würde ich sagen, ist hier eher angesagt. So, Baldorfisch Level 55. Alter. Es setzt Risikotackle ein. Ich hasse Pokémon, die Risikotackle können. Okay. Wenn es das dann noch einmal macht, dann... Machen wir erstmal einen Biss. Schauen wir, was es ausrichtet. Och, fast nichts. Dann... Knirscher in der normalen Technik. Ja, und dann macht bitte einmal noch... Risikotackle, genau. Ja, das ist gerade gut. Dann würde ich sagen, ich wechsle mal auf Kadabra und versuche es mit einer Hypnose. Also die gute alte Taktik, die wir immer einsetzen. Oh, oh. Okay, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Denn jetzt, ja, hat es haufenweise... kann es denn überhaupt was anderes noch? Es könnte jetzt genauso gut passieren, wenn ich da keinen Ball werfe. Ich glaube, ich gehe auf den Ball. Ich versuche den Hyperball. Ich weiß, das könnte jetzt falsch sein. Das könnte überhaupt nicht klappen. Aber es hat geklappt. Oh. Sehr nice. Okay, wir haben eine volle Tasche und deswegen ist irgendwas ins Wasser gefallen. Leistungssand war das, glaube ich. Warum habe ich denn schon wieder eine volle Tasche? Das gibt's doch nicht. Oh, so schnell geht das. Vielleicht sollte ich nicht alles mitnehmen. Jedenfalls. Was haben wir denn hier noch so für Orte? Da ist noch was offen. Da drüben ist noch was offen. Gehen wir erstmal hier hin. Decken wir mal die Karte erstmal auf. Hier. So. Oh, ein Empoleon. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja einfach nicht.
was es hier für Pokémon gibt. Ich hole mir das. Und wenn ich daran alle meine Tonnenbälle verbrauche oder... Oh, 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 oh. Du kommst jetzt nicht zu mir rübergerannt. Du kommst jetzt nicht... Du kommst nicht zu mir rübergerannt. Du hast mich nicht mal entdeckt. Du Vieh hast mich nicht mal entdeckt. Mist. Mist, Mist, Mist. Gut, gut, gut. Jetzt bin ich getarnt. Okay. Go, go, Bro. Go, go, Bro. Alter. Please. Thank you. Okay. Und es hat mich doch nicht etwa gesehen. Nein, es hat mich nicht mehr gesehen. Okay. Du wirst mein sein. Ich sag dir das. Du wirst so richtig schön mein sein. Ich werde so richtig zu dir, werde ich so richtig schön gemein sein. Bitte komm wieder erstmal zurück. Komm zurück, komm zurück. Ich fange dich. Das ist ja fetzig. Ein... Auch wenn es kein Plinfer ist und ich mir dementsprechend noch einen Plinfer irgendwann fangen muss. Und... Ja! Impoleon ist drin! Level 69! Und was habe ich verloren? Okay. Ich sollte mal gucken, was ich in meiner Tasche habe, was ich definitiv nicht brauche. Bohnenköder, naja. Zitrobeere, Einfach mal auf Gyarados anwenden und dann passt das schon. So, dann haben wir wenigstens das EP-Bonbon bekommen. Wir haben da einen Toxiquark. Ja, wäre natürlich jetzt cool zu wissen, ob hier auch irgendwo dann Plinfar rumschwirrt. Ist ja Wahnsinn. Impoleon. Ah. Ich meine, wir haben ja auch schon, ich möchte immer Torterra sagen, aber Chelterror. Ich möchte auch immer Chelterror sagen, weil ich es mal so in einem Pokémon-Spiel genannt habe. Ich habe so ein Living-Dex erstellt und da habe ich jedem Pokémon dort irgendeinen Spitznamen gegeben. Das war teilweise richtig schwierig, da irgendwas zu finden, was so halbwegs an den Namen erinnert und auch noch lustig klingt. Oder originell. Sagen wir nicht lustig, sondern originell. Oh, hier haben wir Moterpel und so weiter. Auf der Karte heißt es, wir sind am Quellenpfad. Oh, der Quellenpfad sagt mir was aus den, aus Diamant und Perl. Tja, der führt ja üblicherweise zu so einer komischen Höhle hin. Wer bist du denn? Oh, ein Kampf. Doch nicht etwa. Das ist doch eine von den Rap-Schwestern. Yo, du. Glaubst du etwa, du könntest mich besiegen? Tja, falsch wirst du dabei wohl liegen. Du wärst besser abgehauen. Mir hätte Spaß gemacht, dir beim Wegrennen zuzuschauen. Oh Gott. Nee, du wärst wohl besser abgehauen. Beim Wegrennen, nee. Ach Mann, ich hätte das gerne in ein Reimschema reingebracht, dass das vernünftig klingt, aber ist ja auch egal. Tja, dumm gelaufen. Jetzt werden wir einen saufen. Los, Toxiquark, gib ihr eine Kostprobe von deinem Gift. Ich glaube, das hatten wir schon mal, den Satz. Banditin Nessia fordert dich heraus. Ist ja interessant, dass sie hier überhaupt auftaucht. Warum eigentlich? So, Kampfbeginn. Level 37, ist ja easy. Dann machen wir doch mal einfach eine Orkanattacke mit Kraftbonus. Yo. Ratatazau. Ich muss aufpassen, in einer halben Stunde beginnt die Pen and Paper Reihe. Ich muss bis dahin möglichst das Video zu Ende haben. Wieso verliere ich gegen so einen Einfallspinsel? Das bringt mich echt zum Kochen. Jetzt hör auf doch mit deinem Gewinsel. Ich heiße doch nicht Jochen. Auch wenn das überhaupt keinen Sinn macht. Ich habe verloren. Ich wurde geboren. Und das Toxiquack an meiner Seite. Schreite.
Verflucht, verflucht seist du. Du blöde Kuh. Das wirst du mir büßen. Mit Händen und Füßen. Schwupp. Weg ist sie. Hä? Sie scheint was verloren zu haben. 3 Säckchen Sternenstaub. Kann ich die auch mitnehmen? Oder, ach nee, vielleicht habe ich auch Sternenstaub gerade. Und dann ist das okay, wenn ich Sternenstaub aufsammle. Also das heißt, meine Tasche ist jetzt nicht voll oder sowas. Da so voll, dass ich keinen Sternenstaub mitnehmen kann. Okay. Also wir haben also Nessia gefunden und besiegt und haben dafür Sternenstaub bekommen. Also immer, also im Grunde 3000 Piepen mal einfach so verdient. Dafür, dass wir sie besiegt haben. Ja, wer braucht schon Pokémon fangen, wenn man Geld machen kann mit dem Abziehen von irgendwelchen... Oh, warte mal. Oh, oh. Ich weiß, ich soll nicht die ganze Zeit. Ich muss mich auch noch auf andere Sachen konzentrieren, aber ich will dieses Pokémon. Ich will dieses Sejong. Was muss ich denn mit ihm alles eigentlich machen? Mit Nahrung füttern. Ach, guck an. Versuchen wir es mal mit Bohnenköder. Davon werden Pokémon blöder. Nein, natürlich nicht. Oh. Ja. Jetzt ist das natürlich gerade blöd, dass das wieder in die andere Richtung rennt. Oh, aber passt. Warum bewegt es sich denn immer noch so komisch? Na? Ach, egal. Ich werde das eine einfangen und das andere, das kann gerne weiter fressen. Buff, buff. Oh nein! Ah, Mist! Das hat nicht mehr funktioniert. Okay, dann muss ich jetzt wegrennen hier. Was ist das denn? Ach, ein schlafendes. Oh, Entschuldigung, dass ich dich geweckt habe. Das wollte ich nicht. Das war so... Warum habe ich das getan? Ich habe ein schlafendes Pokémon geweckt. Och. Dafür füttere ich dich jetzt. Hier, Fütterungszeit. Wer nach Futter schreit, dem wird gegeben. So, dreimal mit Nahrung gefüttert schon mal. Ich nehme mir noch das Knallmoos. Tschu. So. Dreh dich um, genau. Und das andere kriegt auch nochmal eine Fütterung. Komm, komm, komm. Komm schön und futtert schön. So, noch einmal bitte. Dann hier auch nochmal. Oh, das läuft super. Wenn man zwei Pokémon gleichzeitig füttern kann, dann läuft das sehr gut. So. Sehr cool. Sehr cool. Komm, komm, komm. Geh da ran. Und dann lasst euch alle füttern. So. Ah, ich bin schon bei 10. Okay, dann versuchen wir jetzt mal die Tonnenbälle rauszuholen und... Rums. Ah, es könnte knapp werden. Ja. War nix. Schade, schade. Wir haben ja noch Himbeeren zur Not. Wir können es auch noch mit Himbeeren und Tonnenbällen versuchen. Dann würde ich mal die Himbeere dahin schmeißen. Futter, Futter. Ah, warte mal. Hier, Tonnenbälle sind die hier. Ah, ich wette, das hilft nicht mehr, wenn es nicht mehr frisst, aber... Nein! Ach, ich lasse das jetzt. Ich muss erstmal andere Dinge tun. Ab zurück zum Strand. Dann würde ich mich jetzt nämlich erstmal noch um Octillery kümmern und... Irgendwas anderes hatte ich auch noch eingefangen. Außerdem will ich gerne mal Sachen wegpacken. Ich will nichts herstellen. Ich will was in die Kiste einlagern. Das. Superbälle brauche ich nicht. Naja, die Flügelbälle hätte ich jetzt gebraucht noch. So. Das kann erstmal alles da rein.
Der Feuerstein, der Donnerstein, der ganze Kram hier. Oh, das ist so viel Zeug, was ich übrig habe. Was von den Sachen kriege ich? Brauche ich jetzt nicht unbedingt Supertränke, glaube ich. Bin damit gut ausgestattet. Ich lege auch mal ein paar von den Materialien, die ich sowieso gleich wieder bekomme, weg. Rauchkugeln lasse ich jetzt einfach ganz raus. So. Okay. Und jetzt wollen wir die Pokémon mal austauschen in unserem... Also wir wollten Octillery reinholen. Bewegen. Dafür geht... Oh, die sind alle eigentlich ganz gut. Ich glaube, Tornupto muss jetzt erstmal herhalten. Und Barschuft. Oh, das ist schwierig. Das sind also so gute. Kadabra lassen wir erstmal weg. Obwohl Kadabra halt auch gerade... Aha. Es ist gut zum Fangen, aber ich will gerade nicht fangen. Das passt gerade gut. So, Octillery soll jetzt nochmal Hyperstrahl einsetzen. Und zwar gegen das Pokémon, das sich da im Baum befindet. Wenn es jetzt nicht zufällig ein Kinoso sein sollte. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Kinoso da drin überhaupt sein kann. So, wir haben ein Burmy erhalten. Und Hyperstrahl kommt. Piu! Fertig. So. Ups. Was muss ich eigentlich machen für meine Pokémon? Also also ich weiß, was ich bei Octillery machen muss. Aber wir hatten ja auch noch Barschuft. Was müssen wir hier machen? Wellentackle und Risikotackle. Hilfe! Wellentackle und Risikotackle. Das sind ja nicht schöne Attacken. Also ich weiß nicht, was Wellentackle ist, aber Risikotackle macht Schaden. An dem Pokémon. So, hier das gleiche noch einmal. Hier machen wir auch nochmal einen Hyperstrahl drauf. Auf dieses Bomi. Das arme Bomi wird Opfer eines Hyperstrahls. Boah. Ist ja richtig fies. Aus nächster Nähe ein Hyperstrahl. Und das Ganze jetzt noch einmal. Staravia wurde überrumpelt. Und... kriegt einen Hyperstrahl ab. Und du kriegst einen Hyperstrahl. Und du kriegst einen Hyperstrahl. Und ihr alle kriegt einen Hyperstrahl ab. So, damit müsste Octillery eigentlich schon erledigt sein im Pokédex. Wir können ja nochmal gucken. Also warte mal, bei Barschuft bräuchten wir sozusagen zweimal Wellentackle, zweimal Risikotackle. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wo war jetzt unser Octillery? 2, 4, 6, 8, 10. Ja, alles gut. Alles gut zusammengerechnet. Passt. So. Barschuft. Am liebsten würde ich hier einfach nur einen Staralili erstmal töten. Weil Barschuft ja von seiner eigenen Attacke Risikotackle erstmal Schaden bekommt. Oder ich mache erstmal Wellentackle. Staralili wurde überrumpelt. Au. Okay, Wellentackle. Er erleidet auch Selbstschaden. Gut, dann hat sich das erstmal erledigt. Staralili besiegt. So, okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dann das gleiche am besten nochmal gegen Staravia. Kaviar. Ah! Staravia wurde überrumpelt. Oh, Level 28. Da bin ich ja mal gespannt, ob es das mit Wellentackle auch wegbekommt. Es ist Level 44, also. Boah. Und wie viel Schaden hat es bekommen? Uiuiui. Richtig krass. Und das gleiche jetzt nochmal auf. Tangela. Level 29. Wellentackle hilft hier nicht so gut, also mache ich erstmal Risikotackle. Piu. Oh. Mist. Es erleidet Schaden und... oh, Gott sei Dank. So, ich glaube, dann mache ich jetzt noch mal einen Wellentackle oder so. Ah, Mist. Wenn ich jetzt Risikotackle einsetze, dann könnte das mies werden. Ich versuch's trotzdem mal. Dann zur Not peppel ich's wieder auf. Und? Und? Oh, puh.
das fies. Das Pokémon ist fast K.O. Dann werde ich wohl mal Medizin brauchen. Hypertrank sieht gut aus, dann ist es fast wieder voll. Aber trotzdem, das ist ja richtig fies. Ist ja richtig, richtig fies. Na? Charmian, Level 27. Hätte ich lieber überrumpeln wollen. Gucken wir mal, was Wellentackle hier macht. Piu! Und es ist weg. Alter, ist das fies. So. Das ist ja... Dieses Pokémon würde sozusagen sich selbst umbringen, wenn es könnte. Mit fast allen seinen Attacken. Oh, Barmelin. Ich muss dich leider von hinten erwischen. Und dir einen Risikotackle reindrücken. Barmelin wurde überrumpelt. Okay, Wellentackle ist nicht sehr effektiv, also erstmal den zweiten Risikotackle. Piu! Und es ist tot. Also, besiegt, wollte ich sagen. Natürlich nur besiegt. Bojelin werde ich mir nicht gönnen in der Hinsicht. Das glaube ich nicht, dass das eine gute Idee ist. Aber dieses Staralili wird eventuell nicht zu viel aushalten. Das kann man mal machen mit einem Level 30, 13 Pokémon. So, da haben wir noch einen Risikotackle. Rums die Bums. Und weg war der. Und es erleidet Schaden durch den Rückstoß. Oh, das arme Pokémon. Das arme Pokémon, dem ist doch... Mano. Und ich weiß halt, worauf das Ganze hier hinauslaufen wird. Normalerweise würde ich jetzt sagen, der Pokédex-Eintrag ist zu Ende. Und damit müssen wir uns da nicht weiter drum kümmern. Aber ich möchte dieses Pokémon ja auch entwickeln. Und ich habe mich gut vorbereitet. Ich weiß, wie man dieses Pokémon entwickelt. Und ich mag es nicht, wie man dieses Pokémon entwickelt. Erstens mal, weil man würde wahrscheinlich... Also ich weiß nicht, wenn das ist wie mit Rosaluna. Ob man jetzt selbst drauf kommen würde, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber im Grunde entwickelt man Barschuft, indem man ihm Schaden zufügt. Also indem man es so lange Attacken einsetzt, bis es genug Schaden sich selbst zugefügt hat und es soll dabei nicht sterben. Stellt euch mal vor, es würde dabei jetzt mit drin mal irgendwann sterben, dann habe ich ein Problem. Also nicht sterben, sondern Mist. Blub. Mal gucken, ob das auch geht. Es hat mich ja leider jetzt erkannt und ist wachsam. Aber Wellentackle, ja, kommt noch durch. Piu! Und es ist weg. So. Mich würde mal echt interessieren, zählt Risikotackle zu der ganzen Sache auch dazu? Anscheinend ja wahrscheinlich nicht. Und... Oh, fast hätte ich es überrumpelt. Aber ich habe es nur erschreckt wahrscheinlich. So. Wellentackle, los! Dann muss ich es wieder heilen. Muss ich es wahrscheinlich wieder heilen. Oder es hat noch... es würde noch einmal überleben. Und Entwicklung möglich. Yes. Das ging ja relativ flott jetzt. So. Das heißt, wir müssen mit diesem Pokémon Kamikaze spielen, damit wir es entwickeln können. Ist das fies oder ist das fies? Ich finde das fies. Oh, Lukai spielt gerade. Aber muss er nicht gleich noch was leiten? Nein, wird schon werden. In 15 Minuten geht die Pen and Paper Runde los. Und wir haben einen Salmagnus. So, bleibt für mich nur noch Octilleries Tinte. Die Küstenlandbasis, die habe ich auch noch nicht. Oh, dann würde ich die mal schnell aufbauen wollen. Aber ich kann mich ja hier jetzt gerade gar nicht hin teleportieren, also muss ich laufen. Ich schaffe das noch. Ich mache hier so viel, wie ich kann. Und dann lade ich das Video hoch. Und dann mache ich wahrscheinlich nach der Pen-and-Paper-Runde, falls ich noch
wach bin, Zeit habe, Bock habe, mache ich noch eine Aufnahme. Und dann geht's morgen hoffentlich, wenn ich jetzt nicht noch mehr Termine vergessen habe, dann geht's dann wieder ganz normal weiter. Ich hoffe mal, ich habe nichts vergessen. Denn ganz ehrlich, mir gefällt das, das so in Streaming-Format zu machen. Das hier ist auch schön. Einfach mal so richtig eine schöne, sanfte, gemächliche Safari zu machen. Sich immer wieder darüber zu freuen, dass man ein neues Pokémon entdeckt hat, wie zum Beispiel dieses riesengroße Entoron, das... Wuppa! Das sich... dem ich vielleicht ein wenig... Also eigentlich muss ich ja in die Richtung. Ich gehe mal in die Richtung. So, Fittlauch. So. Königsblatt. Und jetzt geht's erstmal auf geradem Wege hier rüber, weil sonst schaffe ich das nicht rechtzeitig. Oh Gott! Ein Plauderguy. Mit Nahrung füttern kann ich's. Yes. Sorry. Muss sein. Versuchen wir es mal mit Sinelbeeren, die wir ja jetzt zum Glück noch haben. Ja. Ich brauche den Plauderguy-Eintrag, sonst werde ich meines Lebens nicht mehr froh. Oh. Ist es weg? Oh nein. Jetzt ist es Nacht. Naja, wenigstens habe ich Plauderguy mal gesehen. Das ist gut so. Oh, ein Zwirrfinst. Ich will dieses Zwirrfinst genauso, wie ich alles andere haben wollte. Ich will dieses Zwirrfinst. Ich weiß, ich muss hier eigentlich erstmal mit einer Basis helfen. Aber ich will ein Zwirrfinst. Dann muss ich nämlich nicht den Düsterhumhang einsetzen. Das ist viel einfacher dann. Ah, und ich habe jetzt vor allem die Bälle, mit denen ich sowas auch erreichen könnte vielleicht. Vielleicht werde ich mich aber erstmal drum kümmern, das eine oder andere Pokémon aus dem Weg zu räumen, damit ich besser anders rankomme. So, top, top, top. Sehr schön. Driftlon ist weg. Und, okay, Zwirrfinst hat mich nicht gesehen. Das wäre jetzt nämlich schlecht, wenn es das täte. So, wir können es ja mal versuchen, mit einer Beere irgendwo hinzulocken. Oder wir kommen von... Wir kommen von hier aus hinten ran. Ah, sieht gut aus. Wenn es sich jetzt mal... Ja, das ist eine sehr schöne Geste von dir gewesen. Und? Nichts. Schade. Wollen wir es doch einfach mit irgendeiner Beere ablenken? Hm, wie wäre das da? Ja. Ups. Oh nein. Bitte bleib drin. Es blieb nicht drin. Es blieb da leider nicht drin. Dann werde ich wahrscheinlich mit Salmagnis jetzt erstmal Driftlon ab. Bekämpfen müssen. Knirscher. So. Oh, ich weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit, aber ich will noch die Basis errichten und ich will trotzdem zu dem Pen and Paper rechtzeitig sein. Das klappt nie. Das wird nie was. Das schaffe ich nicht. Aber trotzdem. Ah. Ich liebe es, Zeit in dieses Spiel zu investieren, aber ich weiß, es kostet viel Zeit und es kann einen so einnehmen. Rutsch, Batsch. Ah, schon wieder nix. Okay, dann nehmen wir meine Himmelbeere als nächstes. Hier. Friss diese Himmelbeere. Und dann magst du es mehr, gefangen zu werden. Oh, was? Das war nicht von hinten? Ah. Und jetzt hat es mich gesehen. Oh, ist das mies. Ist das mies. Ich will es doch aber nur fangen. Ich möchte es bitte gerne haben. Oh, da hinten ist wieder so ein Irrlicht. Ein Geisterlicht. Ich will das jetzt noch haben. Ich hole mir das. Und wenn ich da dran noch mehr Bälle verwerfe. Das wird was.
Oh, oh. Irgendwo hinter mir. Ah, okay. Kein Problem. Dann besiege ich erstmal dich. Ich habe die Zeit eigentlich nicht. Aber ich bin so unter Zeitdruck eigentlich gerade. Aber ich möchte auch, dass das eine gemütliche Sache wird, bei der überhaupt nichts nach Zeitdruck aussieht. Deswegen, wir haben alle Zeit der Welt. Es wird noch was werden. Wir schaffen das. Na? Tonnenbälle habe ich nur noch 2. Also wird es jetzt langsam knapp damit. Und? Das gibt's doch nicht. Also langsam gehen mir auch die Himbeeren aus. Huch. So ist es gelaufen. Okay, kein Problem. So, das war mein letzter Ball. Wenn das nichts wird, dann war's halt das. Ich bin so glücklich. Ich weiß nicht, wie ich das mache, aber immer passiert das am Ende. Immer wenn ich sage, jetzt geht's nicht mehr, dann geht es. Ah, da bist du ja. Wie gesagt, ich bräuchte Hilfe bei der Suche nach Yorichi. Okay, ja, ja. Er ist allein los, um die Gegend zu inspizieren. Gucken wir mal. Wo ist er denn hin? Wahrscheinlich irgendwo hier, an den Strand. Gucken wir doch erstmal hier, ob wir was finden. Einen Yorichi zum Beispiel. Ne? Aber Knallmoos. Knallmoos haben wir gefunden. Das ist doch auch schon mal schön. So, und? Da war nix so weit. Auch nicht. Da ist nur Licht. Schauen wir hier mal. Hm. Irgendwo da drüben vielleicht noch. Nicht vergessen, Material ist wichtig. Ist richtig und wichtig. Und da ist, glaube ich, ein Yorichi. Es kann reden. Hilfe! Komm nicht näher! Neha! Neha! Was? Das ist doch ein Pokémon. Wieso spricht es? Spricht es! Klingt doch lustig. Das nennst du lustig? Ich brauche Hilfe! Hilfe! Ich finde das lustig. Ja doch, ich finde das lustig. Auch wenn er Hilfe braucht. Ich finde das lustig. So, Plaudergeil Level 34. Ich würde mal versuchen, etwas Leichtes gegen es einzusetzen. Und zu hoffen, dass es nicht stirbt. Ah, gut. Es ist nicht gestorben. Oh, es setzt Ruheort ein. Okay, versuchen wir es nochmal mit einem Zen-Kopfstoß, der... Machen wir nochmal... Nehmen wir einen normalen. Und wenn es dann Ruheort sein... Oh, das ist gut. Nein, es soll nicht nochmal Ruheort einsetzen. Okay, dann brauche ich wieder einen kleineren. Ich hoffe, der krittet nicht irgendwann. Ja, oh! Sehr cool. Jetzt ein Hyperball drauf. Dann habe ich auch noch einen Plaudergei. Und dann bin ich... Also, dann habe ich noch 5 Minuten und ich glaube, dann kann ich sagen, sobald die Aufgabe abgeschlossen ist, ist dieses Video... zu Ende. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, ich habe sogar einen Plaudergei gefangen. Aha, 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 yeah. Du hast mir das Leben gerettet. Vielen, vielen Dank. Ich stehe tief in deiner Schuld. Von einem Pokémon, das die menschliche Sprache beherrscht, habe ich noch nie gehört. Da lief es mir eiskalt den Rücken herunter. Hm. In meiner Heimat weiß jeder, dass eine Stimme an menschenleeren Orten nicht auf Gespenster hindeutet, sondern auf einen Plaudergei. Vielen Dank, dass du Yorichi gefunden hast. Jetzt kann er endlich das Lager errichten. Ja. Und hopp. Au ruck. Au ruck. Au ruck. Au ruck. Und hopp. Und hopp. Ah. Fertig. Irgendwie hatte ich das unangenehme Gefühl, dass jemand meine Stimme nachahmt. Aber das habe ich mir bestimmt nur eingebildet.
Ich habe dir mein Leben zu verdanken. Nutze dieses Lager so viel du möchtest. Ja, ich habe eine neue Basis. Wir haben eine neue Basis. Wir alle. Dieses Basislager hat eine wunderbare Aussicht. Hier scheint der ideale Ort zu sein, um Pokémon zu erforschen, die in Wassernähe leben. Ja, ein bisschen. So, dann schicken wir mal wieder haufenweise Zeug in die Kühltruhe. Auch den Superball, den ich da gekriegt habe. So, so, so. Okay, müsste erstmal reichen. Lagerkiste voll. Wahrscheinlich gibt es hier neue Aufgaben. Ja, gibt's auch. Neue Nebenmissionen. Dann ruhen wir uns nochmal schnell aus. Nur kurz. Und dann heißt es, bis zum nächsten Video, das ich wahrscheinlich mache, wenn die Pen-and-Paper-Runde vorbei ist, dass ich dann hochlade, so schnell wie es geht. Und damit, dann habt ihr sozusagen eine Vorbereitung auf den nächsten Stream. Ich weiß, ich mache momentan sehr viel Content zu dem Spiel, aber es ist halt, man kann echt viel Zeit in das Spiel versenken und das ist tatsächlich auch etwas, was ich gerne mache. Ich finde das Spiel so gut, wie es ist. So, und das heißt jetzt Aufnahme beenden für mich und wir sehen uns beim nächsten Mal vielleicht. Bis dahin, tschüss.